It's time to reconsider. Unter der Zunahme von unterschiedlichsten Werbungen im öffentlichen Raum, ob legal oder illegal errichtet, leidet das Ortsbild zahlreicher Städte und Gemeinden. In den vergangenen Jahren haben wir bereits etliche Fälle von derartigen Werbungen aufgezeigt und die Behörden zum Handeln veranlasst. Bemerkenswert, dass wir ausgerechnet wieder auf eine Werbetafel einer Unternehmung in Bad Deutsch-Altenburg stießen, die bereits vor über einem Jahr mit einer Vielzahl rechtswidrig errichteter Werbetafeln in der Nachbarschaft auffällig wurde. All diese befanden sich innerhalb des Verbotsbereiches gemäß § 84 der Straßenverkehrsordnung an der Bundesstraße außerhalb des Ortsgebietes. Obwohl die Bezirkshauptmannschaft Druck an der Leiter ein Verfahren durchführte und die Firma zur Entfernung verpflichtet wurde, scheint man dort etwas eigensinnig zu agieren. Denn anzutreffen sind einige der Tafeln auch gegenwärtig wieder, nur halt etwas ortsverändert. Laut Auskunft der Bezirksverwaltungsbehörde wird diese im Frühjahr im gesamten Zuständigkeitsbereich eine Schwerpunktkontrolle durchführen. Wie es sich mit der Ortsbildpflege, Werbeanschlägen und Tafeln verhält, darüber sprachen wir mit dem Bürgermeister von Bad Deutsch-Altenburg, Ernest Windholz. Wie verhält sich das in Bad Deutsch-Altenburg? Welche Einstellung hat die Gemeinde zu nicht gesetzeskonform, somit illegal aufgestellten Werbungen innerhalb des Gemeindegebietes? Nun, die Marktgemeinde Bad Deutsch-Altenburg hat sich mit Gemeinderatsbeschluss dazu bekannt, dass wir nur in zwei Teilbereichen, das ist Heimburger Straße, das ist Wiener Straße, in diesen Bereichen Plakatwerbung für zulässig erklärt haben. Diese Zulässigkeit fordert aber, dass jemand vorher anzeigt, gewissermaßen eine Genehmigung erfolgt, die Anzahl der Plakate begrenzt ist. Und das wird seit Inkrafttreten auch tatsächlich vollzogen. Das heißt im Klartext, hat jemand nicht angesucht, plakatiert jemand woanders, dann wird vom Bauhof auf Kosten jener, die plakatiert haben, die Plakate sofort entfernt. Darüber hinaus gibt es aber auch noch Genehmigungsverfahren durch die Bezirkshauptmannschaft Bug an der Leiter, wo wir aber tatsächlich keine Entscheidungsmöglichkeiten haben. Die Kommune Bad Deutsch-Altenburg hat größte Kraftanstrengungen unternommen, um unseren Ort hier noch schöner zu gestalten. Wir haben mediterranes Flair in den Ort gebracht, über 50 Zypressen gesetzt, in enger Kooperation auch mit der Dorferneuerung. Und wir haben uns dazu entschieden, dass es ein für alle Mal Schluss ist mit der wilden Plakatiererei. Es gibt einen Gemeinderatsbeschluss, der auf Punkt und Beistrich vollzogen wird. Plakatieren ist nunmehr erlaubt über vorherige Genehmigung an bestimmten Orten mit begrenzter Zahl. Alles darüber hinaus ist illegal und diese Illegalität wird sofort unterbunden. Das ist richtig und gut, findet eine tolle Resonanz auch in der Bevölkerung und damit werden wir auch dem Steuerzahler gerecht, der ja schlussendlich hier dieses neue Outfit von Bad Deutsch-Altenburg auch ermöglicht hat. Wir haben bei der Ortseinfahrt von Petronell Carnuntum kommend eine Werbung vorgefunden, wo wir aufgrund der Auskunft der Bezirksverwaltungsbehörde in Erfahrung gebracht haben, dass die rechtswidrig dort aufgestellt wurde. Welche Möglichkeiten sieht jetzt die Gemeindeverwaltung in Bad Deutsch-Altenburg, dass diese entfernt wird? Nun, die angesprochene Werbung betrifft ein Unternehmen. Diese Bewerbung findet aber außerhalb des Ortsgebietes statt. Es ist daher einmal zu klären, erstens, wie sich hier der Grundbesitzer verhält. Wurde hier vielleicht sogar eine finanzielle Regelung getroffen? Tatsache ist aber, dass es sich hier laut Auskunft der Bezirkshauptmannschaft um eine illegale Plakatierung handelt. Und ich erwarte mir, dass hier umgehend eine Entfernung stattfindet.